Ein gutes Gefühl hatte ich eigentlich schon, wie das Fohlen geboren wurde. Das war eigentlich so ein Fohlen, wie man sich als Züchter es wünscht. Es war edel, langbeinig und bewegungsfreudig und es war einfach ein schickes Fohlen. Ich freue mich sehr, dass ich diese Longines WBFSH Breeder Award erhalten habe. Das ist eine wunderbare Anerkennung für einen Züchter. Das ist so eine Geschichte, die braucht wohl eine gewisse Zeit, also Wochen, Monate, um das überhaupt irgendwie zu registrieren, was man da eigentlich gezüchtet hat und was das Pferd erreicht hat. Also das ist für so einen kleinen Züchter wie mich ja fast unbegreiflich, wie das passieren konnte. Aber wenn man dann so im Fernsehen, so wie bei der Olympiade oder bei Clipmore Horse oder irgendwie so eine Übertragung sieht oder man sieht da London laufen, dann macht einen das schon stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Horses like Indiana, it's mostly it's one in a lifetime. She's really sweet, so she likes to cuddle and she needs attention. She's a really, really woman. You have to spend a lot of time with her. Our jumping was always amazing. A lot of scope and careful and yeah. And she liked to jump, so that was easy. We were amazed, we were lucky, proud. Very proud. Yes. Yeah. Eigentlich schon sehr früh klar, dass es ein ganz sportliches Fohlen ist. Und spätestens beim Anreiten hat sie wirklich allen ein sehr gutes Gefühl gegeben und sehr viel Spaß gemacht. Und es ja, hat einfach begeistert rundherum. Aber dass sie natürlich so erfolgreich wird, das ist unbeschreiblich. Also das ist dann so... Da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn man dann plötzlich nochmal so schwarz auf weiß hat, dass sie jetzt wirklich das beste Pferd des Jahres war oder das beste Dressurpferd.